Der junge Mann namens Daniel hatte immer einen treuen Begleiter an seiner Seite haben wollen, um sein Leben zu teilen. Er sehnte sich nach der unerschütterlichen Liebe und Gesellschaft, die nur ein Hund bieten konnte. Eines Tages stieß er beim Durchstöbern einer Tierheim-Website auf ein Bild, das sein Herz ergriff. Auf dem Foto blickte ihn ein struppiger Mischlingshund mit seelenvollen Augen an, als ob er um eine zweite Chance flehte. Etwas an ihr konnte Daniel nicht widerstehen. Er spürte eine sofortige Verbindung und wusste, dass er sie treffen musste. Als er ankam, stellte ihm das Tierheimpersonal die Mischlingshündin vor. Sie war eine kleine, drahtige Kreatur, ihr Fell verfilzt und ungepflegt. Als Daniel sich hinunterbeugte, um sie zu begrüßen, leckte sie ihm das Gesicht mit einer Mischung aus Aufregung und Dankbarkeit. In diesem Moment wusste er, dass er seine perfekte Begleiterin gefunden hatte. Daniel nahm sie mit nach Hause und nannte sie Phoebe. Er widmete sich daraufhin, ihr die Liebe und Pflege zukommen zu lassen, die sie verdiente. Mit der Zeit verwandelte sich Phoebe. Ihr stumpfes Fell wurde glänzend und glänzend, ihre einst schüchternen Augen strahlten vor Freude. Phoebes Schönheit war unbestreitbar. Ihre schlanke Figur und ihre anmutigen Bewegungen erregten die Aufmerksamkeit aller, die ihr begegneten. Fremde auf der Straße blieben stehen, um sie zu bewundern, und kommentierten ihre markanten Merkmale. Aber etwas begann auch Daniel zu interessieren. Er bemerkte, dass Phoebe einer Husky sehr ähnlich sah. Ihre mandelförmigen Augen, eins blau und das andere braun, spiegelten diejenigen der majestätischen Rasse wider. Ihr Fell, in einem reichen Goldton, erinnerte ihn an einen Labrador Retriever. Diese Beobachtungen weckten die Neugier in Daniel und er begann sich über Phoebes wahre Herkunft zu wundern. Entschlossen, das Geheimnis zu lüften, brachte Daniel Phoebe zum Tierarzt. Der Tierarzt, Dr. Reynolds, untersuchte Phoebe genau. Daniel, Phoebe ist tatsächlich ein besonderes Mädchen, sagte Dr. Reynolds. Sie trägt das Blut sowohl eines Huskies als auch eines Labrador Retrievers in sich. Es ist eine einzigartige Mischung, die zu ihrem außergewöhnlichen Aussehen geführt hat. Daniels Herz schwoll vor Freude. Phoebes Schönheit war nicht nur ein glücklicher Zufall, es war eine wunderschöne Kombination zweier geliebter Rassen. Er blickte in Phoebes heterochromen Augen und spürte eine tiefere Verbindung zu seiner Hundegefährtin. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.